und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar einem Let's Play zu Empire Total War. Und ich will jetzt nicht viel hier groß um den heißen Brei reden. Ich spiele eine große Kampagne mit Preußen im Modus Weltherrschaft. Die Siegbedingungen sind wie folgt: Erobern und halten Sie 40 Provinzen einschließlich der angezeigten Provinzen bis Ende 1799. Und hier steht Brandenburg. So, ich mache jetzt noch kurz die Nationenbeschreibung für euch, damit ihr wisst, für die, die nicht so historisch-geschichtlich versiert sind, was denn jetzt Preußen ist. Preußen selbst ist erst seit dem 13. Jahrhundert ein deutscher Staat. Als die teutonischen Ritter einen neuen christlichen Staat an der Ostseeküste etabliert haben, das derzeitige Königreich Preußen ist ein neuer Staat und das Ergebnis einer Union zwischen den Herzogtümern Brandenburg und Preußen. Und ein Königreich ist es nur, weil der derzeitige Gebieter, Kurfürst Friedrich III., beschlossen hat, seinen Status zu dem eines Königs aufzubessern. Dabei war er jedoch so vorsichtig, nicht den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, den Erzherzog von Österreich, gegen sich aufzubringen, indem er sich zum König in Preußen und nicht etwa zum König von Preußen ernannt hat. Die Wahl der Worte dient jedoch nur als Feigenblatt. De facto ist Friedrich König und er ist der König einer potenziell mächtigen und einflussreichen Nation und eines echten Schwergewichts unter den deutschsprachigen Ländern. Als solcher könnte er für diejenigen attraktiv sein, die nicht mehr von dem katholischen Österreich angeführt werden wollen. Nicht ohne Grund glauben die Preußen, dass sie jegliche Schwierigkeiten bewältigen können, indem sie auf ihre Tugenden als Volk zurückgreifen. Zu diesen Tugenden zählen strengste Disziplin, Opferbereitschaft und Ordnungssinn. Doch dieses Pflichtbewusstsein sollte nicht mit Ignoranz oder Intoleranz verwechselt werden. Egal was andere darüber sagen mögen. Die Preußen mussten immer kämpfen, doch das hat sie nur kompetent gemacht. Und nicht blutrünstig. Dank ihrer kriegerischen Tradition, die sich meist bis zu den teutonischen Rittern zurückverfolgen lassen, haben sie das Potenzial, eine große Kontinentalmacht zu werden. Diese Traditionen könnten das Rückgrat einer Armee bilden, die die ganze Welt besiegt. Unter der richtigen Führung könnten die Preußen die deutschsprachigen Völker in einem einzigen Staatengebilde vereinen, den Ostseeraum dominieren und vielleicht sogar ihren Einflussbereich über Mitteleuropa hinaus ausdehnen. So, das ist die Beschreibung über Preußen. Anfangsjahr 1700. Wir haben zwei Provinzen, nicht sonderlich viele, aber daraus lässt sich was machen. Kurze historische Umrahmung für die, die es nicht wissen. Preußen hat mitunter für die Gründung unseres deutschen Staates gesorgt, in dem wir heute leben. Und Kampagnenschwierigkeit manchmal auf beides, auf schwer, Gefechtsschwierigkeit. Ich spiele es übrigens eigentlich blind. Ich habe eben mal ganz kurz reingeschaut, aber ich hoffe mal, dass ich mit damit klarkomme und wir werden jetzt das Spiel starten. Lieber verbrennen als verrosten. George Whitefield, britischer Methodisten. Ihr Hauptaugenmerk sollte auf der Erlangung eines verbesserten militärischen Drills und der Errichtung eines Kollegs in Magdeburg liegen. Danach vergrößern sie ihre Armee und versuchen, ihr Territorium im Süden um Schlesien herum zu vergrößern. Anschließend können sie versuchen, Brandenburg mit dem historischen Ostpreußen zu verbinden, das momentan durch das polnisch kontrollierte Westpreußen von ihnen getrennt ist. Soweit möglich unterhalten sie gute diplomatische Beziehungen und Handelsbeziehungen zu anderen protestantischen Nationen wie Großbritannien, Schweden, Dänemark und den Vereinigten Provinzen. Behalten Sie dabei die vorrückenden katholischen Nationen Frankreich und Österreich im Auge. Sie könnten im Namen ihrer korrupten Kirche Anspruch auf ihre Ländereien und die ihrer Verbündeten erheben. Und ihre Hauptstadt wäre vermutlich ihr erstes Ziel. Ja, nun gut, da haben wir jetzt einen groben Richtlinienplan bekommen, was am sinnvollsten wäre. Ich gucke gerade in Optionen, ob Grafik ist übrigens voll, Spieleinstellungen. Kampagnenratschläge will ich bitte auf keine und Gefecht auch auf keine. Ich will nicht, dass mir die ganze Zeit da jemand dazwischen
blabbelt. Und CPU-Bewegungen sind auch aus, weil dann dauern die Züge nicht immer so lange. So, hier haben wir Europa. Und ja, wir können übrigens auch mal auf die Weltkarte schauen, denn wir spielen ja Empire Total War. Hier haben wir ja dann noch Nord- und Südamerika. Wobei Südamerika, Moment, ja doch ein bisschen. Hier wirklich Brasilien, Elfenbeinküste, Straße von Mosambik. Ach ja, stimmt, ist das hier wieder Madagaskar? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das Madagaskar, oder? Das müsste... Ist das Madagaskar wahrscheinlich, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Hier haben wir Indien. Und hier haben wir ostindische Inseln. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zu Europa. Wir sehen, welche Nationen wir hätten noch spielen können. Frankreich, Österreich, das Vereinigte Königreich. Wir hätten viele Nationen spielen können, aber ihr wisst, ich würde versuchen, mit Preußen den deutschen Staat zu gründen. Ich habe auch überlegt, vielleicht Österreich zu spielen. Aber ich habe mich jetzt für... Aber ich will mich nicht mit den Osmanen jetzt erstmal hier rumschlagen. Deshalb habe ich mich hier für Preußen entschieden. So, und bevor ich jetzt hier ein bisschen Geplänkel mache, schaue ich mir diplomatische Beziehungen an, wie es da aussieht. Preußen ist im Krieg mit barbaresken Staaten. Was sind denn die hier? Genau, hier in Nordafrika was, okay. Und mit Piraten, okay, Handelspartner, Hannover. Gut, da müssen wir uns erstmal neue Handelspartner holen. Großbritannien, vielleicht geht da was. Handelsabkommen anbieten. Und beide sind beendet und erfolgreich. Wunderbar. So, noch ein protestantischer Staat. Vereinigte Provinzen geht aber gerade gar nicht. Warum geht das nicht? Können keinen Handel betreiben. Die Häfen in ihrem Heimatregion sind voll ausgelastet. Ach so. Was ich auch nochmal versuchen kann, ist direkt hier mal ein Bündnis anbieten mit Großbritannien. Denn wir wissen, Bündnisse sind wichtig. Und wenn wir uns an den lieben Bismarck zurückerinnern, ist ein wirklich verzahntes Bündnissystem in Europa von großer Wichtigkeit. Und wir haben gerade gesehen, Preußen hat eigentlich keine Großmacht als Handelspartner. Deshalb findet meine Regierung diese Bedingung inakzeptabel. Okay, ja, schade. Hätte ja klappen können. Österreich können wir noch versuchen, hier Handelsabkommen. Sind zwar römisch-katholisch, aber vielleicht. Wagt nicht so offen, dass die Abkommen unsere Abneigung gegenüber auch Nationen mitteilt. Guten Tag. Gut, jetzt haben wir auch mit denen Handelsabkommen. Guck ich mal bei kleineren Nationen, wo wir hier protestantische Staaten, mit denen wir ganz gut sind. Dänemark ist neutral. Kann man ja mal ein Handelsabkommen anbieten. Nice, das bringt alles Geld. Und Dänemark kann man auch ein Bündnis anbieten, finde ich. Mein Monarch hat mir befohlen, mit euch ein Abkommen zu beider Seiten zu sprechen. Provinz geben Ostpreußen. Provinz geben Nord. Nee, das könnt ihr vergessen. Moment. Bündnis anbieten, so. Nein. Was denkt er sich? Nö. Gut, Dänemark geht da schon mal nix. Und hier sind überall X, doch Sachsen können wir noch hier Verhandlungen öffnen. Handelsabkommen. Einmaliger Tribut 110, ja, das kann man machen. Sachsen, da kriegt ihr auch ein bisschen Geld so. Und jetzt können wir hier nichts mehr machen. Und ja, Verbündete haben wir jetzt gar keine. Ist irgendjemand denn bei den großen Nationen? Wir haben überhaupt niemanden, der mit uns freundlich ist. Nur neutrale Staaten. Gibt es denn den protestantischen neutralen Staaten? Vereinte Provinzen? Im Krieg mit... Was sind denn Vereinte Provinzen? Sind das die Niederlande? Ja, scheint so. Ach gut, ich lasse das jetzt erstmal so. Jetzt schauen wir uns mal hier unsere Länder an. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Edelmann. Was kann der? Aktueller Standort Brandenburg. Forschen. Okay, der forscht. Dann bleibt er da mal stehen. Euer Majestät. Ein Agent, den schicken wir mal nach Polen, nach Danzig. Mach einfach mal Sabo. Was? Dann infiltrier Danzig, so. Augen und Ohren offen. Also für die, die es nicht wissen,
Wir haben hier Brandenburg. Ich finde, es ist nicht so ganz ersichtlich, welche Gebiete einem sind, also nicht so übersichtlich, aber hier Brandenburg, hier Ostpreußen. Mein Ziel wird es erstmal sein, hier Westpreußen zu holen. Und dann uns Richtung Deutschland, beziehungsweise schauen, wie viel wir von Polen holen können. So, hier haben wir auch eine Armee, Eure die sieht Befehle, ganz gut Majestät? aus. Was haben wir hier? Im Missionar. Stimmt, wie sieht's denn eigentlich hier so aus? 20% Katholizismus, der geht aber runter, das ist gut. Also nicht gut, aber solange es christlich ist, ist es in Ordnung. Seid So, der soll gesegnet. einfach mal hier nach Danzig gehen, genau. Dann schaue ich mal hier. Freuden, also wie viel Geld haben wir? 7800. Wir müssen schauen, was wir bauen und was wir machen. Und wir müssen forschen. Da weiß ich, weil ich mal ganz kurz reingeguckt habe, dass. Nee, hier das Wichtige ist, Einfriedung der Gemeinde-Dings da, um. Für Bauernhöfe und so ein Kram. So, jetzt muss ich hier echt mal schauen. Was können wir hier bauen? Wir können da nichts bauen. Da könnten wir einen imperialen Palast bauen. Der würde uns bringen. 5 Repression, Polonus, okay, lasse ich mal. Konservatorium könnten wir bauen. Ich gucke mal hier bei den kleineren Gehöften, was man da bauen könnte. Pachthöfe, Bauernhof, kann man hier überall nichts bauen. Nichts zum Verbessern. Kann man hier was verbessern? Ja, hier. Gut, das Freudenhaus baue ich. Oder was bringt das? Plus 3 Zufrieden erzeugt Lebemann, maximale Anzahl. Plus 3 Zufriedenheit ist immer gut. Bauernhöfe sind wichtig. Und Webehütte ist auch wichtig. So ist hier echt nichts mehr, was wir ausbauen könnten. Nö. Gut. Dann schaue ich mal hier Armee. Sieht schon mal gut aus. Den holen wir schon mal raus. Sonst noch etwas? Nee, du kannst Vorwärts, hier. erwarten Befehle! Marsch! Dem geben wir schon mal die Truppen hier. Marsch! Sonst noch etwas? Bisschen kann hier bleiben, die Marsch! Kanonen und wobei. Sind noch zufrieden. Steuern und so ein Kram lasse ich auch erstmal. Dann würde ich sagen, Armee. Ach, Infrastruktur, wir könnten noch. Ah, okay, aber erstmal Rekrutierung, was gibt's hier? Linieninfanterie bauen wir. Okay, das reicht. In Königsberg, wie viel Armee ist hier drin? Da gehen die mal bitte hier hin. Eure Befehle? Und wir rekrutieren hier auch Linieninfanterie. Und zwar machen wir hier, Moment, zwei raus. Und dann machen wir hier auch noch eine Linieninfanterie. Weil wir müssen jetzt schon mal echt planen für den Eure Vormarsch gegen Befehle sollten. Polen. Weil da haben wir quasi die Armee Ja, Sir. hier. Wie sieht es eigentlich hier mit der Zufriedenheit aus? Ach, 6, 7 ist da. Gut, dann können wir da alle Armee rausholen. Unmöglich, Sir. Wobei das hier, Miliz lassen wir da einfach mal drin. Okay, die sind schon mal gut zufrieden. Wo bekommt denn die Zufriedenheit? Regierungsform. Steuerlast, natürlich Industrialisierung. Regierungsform, ja gut, wir können mal gucken. Regierung. Monarch. Na, egal. Friedrich der Erste. Regierung, absolute Monarchie. Staatsreligion, Protestantismus. Ja, kann man machen. Einige Provinzen haben ihre eigene Religion und die dortige Zufriedenheit kann darunter leiden, wenn sie. Egal. Hauptstadt Berlin-Brandenburg, Schatzkammer ist gerade wenig, Bevölkerung ist groß, Reichtum ist reich, Prestigerang ist majestätisch. Politik sehen wir hier, lassen wir die Besteuerung erstmal so. Und. Minister. Lassen wir jetzt auch mal so. Davon habe ich jetzt gerade nicht so viel Ahnung. Regierungsbeliebtheit 33%. Ich hoffe, das verbessert sich. Und Handel haben wir jetzt schon ein bisschen gemacht. Also würde ich sagen, haben wir alles abgeguckt schon. Würde ich sagen, Runde beenden. Großbritannien will Provinz geben. Bahamas gegen Ostpreußen. Nein, was wollt ihr denn? Nein. Bahamas gegen Ostpreußen? Ich gebe doch nicht Ostpreußen ab für die Bahamas. Was geht denn bei denen? Also das ist schon ein bisschen ein lächerliches Angebot, würde ich sagen.
so, Gebäude errichtet, Bauernhöfe. Gut, ich lese das jetzt nicht. Hier alles runter ist eben Bauernhof. Könnt ihr euch aber durchlesen, wenn ihr wollt. Ihr könnt ja pausieren. So, was haben wir noch? Rekrutierungsbericht. Krieg erklärt. Der aber uns hat wahrscheinlich niemand den Krieg erklärt. Der julianische Kalender. Auch wenn zahlreiche Beobachter schon immer den Eindruck hatten, als verging die Zeit in Russland langsamer, so hat sich Russland in dieser Hinsicht jetzt selbst übertroffen, indem es mehr als 5.500 Jahre zurückgegangen ist. Seit Menschengedenken galt in Russland der Kalender Anno Mundi, der auf der Schöpfung der Welt gemäß der Berechnung von Pandorus aus Alexandria in der Antike basiert, gemäß... Okay, die auf jeden Fall, die haben neue Kalender. So, wie wir sehen können, ist Winter. So, der Agent geht jetzt bitte hier hin und infiltriert das. Die neu gebauten Truppen. Der Agent hat seine Mission erfolgreich abgeschossen. Na gut. Sehen wir hier was über... Ach, der Missionar ist schon da. Moment. Diese Miliz hier, die geht bitte wieder nach Königsberg. Und dafür holt er bitte das hier. Nee, Moment, falsch. So, okay, jetzt hat er wieder alles rübergeholt. Das kann doch nicht sein. So, okay, Pekiniere brauche ich ganz sicherlich. Obwohl vielleicht schon gegen Pferde, ich weiß nicht. Bitte die Miliz. Bleibt bitte mal jetzt in Königsberg. Und die eine Kanone auch. Ey, nein! Nur die eine Kanone. So. Gott, ey, was das Spiel... So, dann gucken wir mal, können wir hier was bauen, was Sinnvolles? Konservatorium, was bringt das? Zufriedenheit brauchen wir erstmal nicht. Admiralität. Wir haben hier keinen Hafen und wir haben eben gesehen, die Hafenkapazitäten gehen zur Neige. Bezüglich des Handels, also würde ich sagen, bauen wir eine Admiralität. Hier ist die Armee. Die werden wir jetzt hier nur noch, natürlich noch verstärken. So, hier können wir auch Marinerekrutierung machen. Warte ich aber erstmal noch mit. Bauplatz, Siedlungsbefestigung brauchen wir erstmal nicht. Opernhaus. Oh, Städtewohlstand ist gut. Und dann bauen wir hier auch Armee aus. Nee, Moment. Rekrutierung, genau. Zwar hier schön Linieninfanterie, jetzt haben wir auch nicht mehr so viel Geld. Aber belassen wir es auch dabei. Wir können jetzt nochmal hier gucken bei diplomatischen Beziehungen. Bezüglich Großbritannien, Bündnis anbieten. Diese Vorschläge sind geringwert und werden deshalb abgelehnt. Okay, dann eben nicht. Hiermit geht mit immer noch niemandem Handel. Ist hier irgendjemand freundlich mit uns? Hannover. Den könnten wir ein Bündnis anbieten. Nice, jetzt haben wir mit denen ein Bündnis. Wir müssen uns so viele Bündnisse wie möglich holen. Weil sonst ist irgendwann nicht mehr so gut. Aber hier gibt es momentan leider auch nichts. Und hier in großen Nationen hätte ich gerne Großbritannien. Die sind auch protestantisch und stark. Aber die wollen nicht. Österreich wäre auch schön, aber gegen die werden wir wahrscheinlich früher oder später Krieg führen müssen. Ich weiß es nicht. Na gut, dann beenden wir einfach mal die Runde. Schauen mal. Ihr wisst, warum sich... Normalerweise sieht man jetzt, was die anderen machen. Das habe ich aber ausgestellt, weil die Truppen sich total langsam bewegen. Das ist alles nicht so schön. Nein, Polen will ich ja den Krieg erklären. Das wäre ja ganz doof. Also hier bewegen sich die Truppen dann immer und die gehen mega langsam und das hat echt genervt. Vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie man machen kann, dass die Truppen sich schneller bewegen. Ich weiß es nicht. Agent rekrutiert. Dieser Mann wurde von ihrer Nation als Agent angeheuert. Er kann sofort auf Mission angesandt werden. Wo? Bereit für Befehle. Agent, hier. Gut, dann gehst du einfach mal nach Warschau und infiltrierst das. Halte Augen und Ohren offen.
Was haben wir hier? Mission erfolgreich. Ihr könntet. Achso. Volksmann gefunden, Agenten rekrutiert, Rekrutierungsbericht und Kapitän Kidd. Der berüchtigte Freibeuter William Kidd wurde schließlich für 5 Fälle von Piraterie und Mord zur Rechenschaft gezogen. Unglücklicherweise haben Fehleinschätzungen seitens des Henkers dazu geführt, dass Kidd ein zweites Mal gehängt werden musste, nachdem beim ersten Mal der Strick wegen seines Körpergewichts gerissen war. Interessant, aber jetzt nicht von großartiger... Ein Ort des Lernens und der bleib in Magdeburg. Von wahnsinniger Bedeutung. Wie war die hier nochmal die Zufriedenheit 2-3? Was ist, wenn ich die Kanone noch rausnehme? Ist die dann immer noch gut? Okay, dann ist sie 2-1. Kann ich aber so lassen, weil das Opernhaus wird ja derzeit gebaut. Oder? Wird das Opernhaus gebaut? Das wird doch gebaut, oder? Genau, das Opernhaus wird ja gebaut. Kann ich hier was ausbauen? Nee. Ich würde gerne mal eine Schaluppe in Bau setzen. Beziehungsweise 2. Aber das Geld muss ich ja noch nicht jetzt bezahlen. Dann kann ich nämlich hier noch Truppen aus... Also ihr seht gerade, ich mache hier ganz große Truppenbau. Und zwar hier 2 Linieninfanterien. Genau, die Armee muss groß werden. Und hier bitte auch nochmal 2 Linieninfanterien oder wohl so viele wie gehen. Okay, die Miliz brauchen wir nicht. Weil dann ist die Armee schon sehr stark. Die dann auch. Und dann können wir Polen wahrscheinlich den Krieg erklären. Weil Polen, Moment, diplomatische Beziehung, wo ist Polen hier? Kriegen wir irgendwie Infos über Polen? Gibt's das? Ne, hier nicht. Wo kriegt man Infos über Polen? Oder... Nee, hier gibt es überhaupt keine Infos über Polen. Oder vielleicht, wenn ich Verhandlungen eröffne. Genau, hier sehen wir es. Macht stark, Wohlstand reich. Na gut, aber ich glaube, wir sind stärker als Polen. Also Polen müssten wir in die Knie zwingen. Mit wem ist Polen verbündet? Verbündet mit Russland. Gut, diplomatische Beziehungen nochmal schauen. Kann man da was Neues machen? Okay, Bayern ist mit uns unfreundlich. Ich gucke hier mal bei den deutschen Gebieten. Vielleicht kann man da noch irgendwas machen. Zum Beispiel Westfalen oder Württemberg ist... Sachsen wäre vielleicht noch ganz gut. Können wir mit denen ein Bündnis machen, mit Sachsen? Unsere Präse sind beendet und erfolgreich. Nice, jetzt haben wir noch Sachsen als Verbündeten. Die sind natürlich auch nochmal Unterstützung gegen Polen. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Dänemark wäre noch interessant. Okay, er fand inakzeptabel. Ja, wahrscheinlich muss man den Geld geben oder so, aber das ist momentan das so insoweit nicht von strategischem Wert. Wir haben kein Geld mehr. Wir könnten noch. Könnten wir noch Truppen rekrutieren? Eine. Hier nicht, hier. Linieninfanterie nicht. Wir könnten ein Regiment zu Pferde machen. Machen wir einfach mal. Was wir aber auch schauen müssen, ist, dass wir nicht im pro Runde Minus gehen, weil die Truppen natürlich Unterhalt kosten. Deshalb dürfen wir das nicht übertreiben mit dem Truppenbau. Ich denke mal, dass es derzeit dann reichen wird. Moment, Krieg erklärt. Diese Nation hat den Krieg erklärt. Was? Österreich hat mir den Krieg erklärt? Okay. Okay, das ist ganz problematisch jetzt. Das zerstört ja komplett alle Pläne, die ich gerade hatte. Nicht gut. Absolut nicht gut. Und Großbritannien auch noch. Wehe, die sind denen beigetreten. Handelsabkommen beendet mit Österreich. Ja, Mission erfolgreich. Mission erfolgreich. Okay, Rekrutierungsbericht, Baubericht, Fraktion vernichtet. Welche? Welche denn? Ach, Krimkanat. Okay, wahrscheinlich sonst wo. Pockenimpfung ist wichtig. Und Gefolgsmann gefunden. Wo? Wo? Hier? Nee. So, jetzt, gut, Ich schau mal gerade, mit wem ich jetzt im Krieg bin.
Und zwar Preußen ist im Krieg mit Österreich, Barbareskenstaat und Piraten. Okay, das heißt, Österreich ist nicht viel beigetreten. Also werden wir, wie gesagt, jetzt mit Österreich Krieg führen, liebe Zuschauer. Das aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt alles in die Kommentare, was ihr habt. Anregungen, Tipps und Tricks bitte auch. Wie gesagt, ich spiele das eigentlich jetzt gerade blind. Und auf was ich mich gerade berufe, ist meine allgemeine Total War Erfahrung. Also wenn ihr Tipps und Tricks habt, schreibt sie in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und allgemein schreibt in die Kommentare, wie euch das Projekt gefällt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Also bis morgen, weil das Projekt wird täglich kommen. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.